passenden Stifte hatten zur Klausur. Also zum Ersten, ich weiß das Datum nicht mehr, ich meine 23. April, ne? 23.04. Und zwar ist die 120 Minuten lang. Erlaubt sind, wir machen einfach mal zwei Blatt DIN A4. Zwei Blatt DIN A4 heißt, Sie dürfen alle sechs Seiten beschreiben, wenn Sie es können. Ja, ist doch im Prinzip ein Quader. Nee, Quader nicht. Doch, Quader ohne Würfel. Egal. Also, wenn Sie es nötig haben, schreiben, können Sie auch auf den Kanten schreiben. Das darf gedruckt sein, das darf sonst irgendwas sein, das darf draufstehen, was möchte. Völlig egal. Aber kommen Sie mir nicht mit vier Blatt und sagen dann, ich habe aber nur die Vorderseite geschrieben. Schwarz war nicht dabei. Also eigentlich war mein Wunsch schwarze Stifte. Das hat gut geklappt. Also. Nee, ist auch schon okay. Passt schon. Wir machen was mit Blau. Dankeschön. So, zwei Blatt DIN A4, was draufsteht, ist völlig egal. Dann Taschenrechner. Und zwar hatten wir hier diesen Casio 991, glaube ich, ne? DE, und zwar beide Varianten. Oder den Sharp, der dasselbe kann, der heißt, glaube ich, 500 und ein bisschen. 509 oder 13 oder so. Habe ich den hier? Hier ist er. Kann ich ja nachgucken. Welche das ist? Der 506W506EX. So, die können beide das so ziemlich das Gleiche. Sie haben mit dem, es gibt diesen 991 Plus oder so mittlerweile, der kann halt ein größeres Gleichungssystem, was Ihnen aber nichts nützt, weil das nicht drankommen wird. Dann haben wir natürlich das Thema, können Sie natürlich mitbringen, Geo, Dreieck und sowas. Das braucht man in diesem Fall, für so ein paar Graphen vielleicht, das ist ganz hilfreich. Nicht? Da könnte man das mitnehmen. Aber Sie brauchen natürlich selbstverständlich keine Schaltkreise mit dem Geodreieck zu zeichnen. Es gibt Leute, die tun das. Sie lachen, ne? Es gibt Leute, die machen das und finde ich. Also es ist schön, aber nicht nötig. Okay, so, dann meine übliche Drohung, die also auch beim Review der Klausur immer massiv kritisiert wird. Wenn Sie, wenn Sie eine völlig ungenügende Schrift und Rechtschreibung an den Tag legen, dann erlaube ich mir bis zu 20% der erreichbaren Punkte abzuziehen. Ich habe das bislang noch nicht gemacht. Bevor ich es draufstehen hatte, hatte ich dann mal den Impuls verspürt, das zu tun, weil das ist nicht ganz YouTube geeignet, aber manche Leute scheißen aufs Papier und gucken, wie viele Punkte sie dafür kriegen. Das möchte ich vermeiden. Also, auch die Jungs, wenn sie sich ein bisschen am Riemen reißen und so schreiben, dass man es lesen kann, ist das völlig in Ordnung. Das ist nicht Schönschrift gemeint, ne? Das ist nicht nötig. Aber denken Sie ein bisschen dran, auch an mich. Dann sehen Sie zu, dass man das, worauf Sie Punkte kriegen wollen, auch findet. Also, wenn da irgendwo... Ja, Sie lachen so. Aber irgendwie gibt es da dann so, da wird dann was runtergerechnet und dann wird oben rechts wieder angefangen und dann steht irgendwie mittendrin dann mal ein Ergebnis. Das, auf das man eigentlich Punkte kriegt. Das macht es für mich nicht unbedingt leichter, das zu finden. In der Regel finde ich es. Also es geht schon allermeistens gut. Aber machen Sie es mir doch einfach ein bisschen leichter. Schreiben Sie es ein bisschen abgesetzt, das Ergebnis. Oder machen Sie Striche drunter. Muss nicht mit dem Lineal sein. Also machen Sie einfach, oder machen einen Pfeil dran, hierfür bitte Punkte geben oder so, ist auch in Ordnung. Also es kommt nicht darauf an, dass die Form über die Maßen gut ist, aber es ist auch irgendwie eine Arbeitsprobe, die Sie da abgeben. Und eine gewisse Form, eine gewisse Lesbarkeit sollte die haben. So, was haben wir noch? Ja, das war es eigentlich, was ich so prinzipiell dazu sagen wollte. Es sei denn, Sie haben jetzt an der Stelle Fragen. Auch dieses beliebte Gerücht, es gäbe da eine Quote, weil es nur so und so viele Studienplätze gäbe und so, das ist vollkommen falsch. Sie sind ja ein relativ kleiner Jahrgang, wir hätten im Prinzip für jeden Studienplatz, das wäre überhaupt kein Thema. Also das Liebste, also ganz ehrlich, das Liebste für mich wäre, wenn sie einfach alle bestehen. Brauche ich keine Nachklausur machen und da auch alle antreten, ne, zur Klausur. Also es gibt ja doch immer die Spezialisten, die kommen dann beim ersten Mal nicht und fallen beim zweiten Mal durch.
Die gibt's wirklich. Die gibt's wirklich. Und das ist unangenehm, das macht Arbeit, ne? Am besten ist tatsächlich alle bestehen. So. Dann wollte ich mal kurz durchgucken, was wir denn gemacht haben, die Themen. Können wir hier weitermachen, ne? Themen. Zum einen hatten wir angefangen mit temperaturabhängige Widerstände. Also da wird was drankommen. Das ist so ein Starter, ein ganz wunderbarer. Und auch das Thema Geometrie zum Widerstand. Also das hier ist R gleich R0 mal 1 plus Alpha Delta T. Meinetwegen noch ein Beta dazu. Und das ist R gleich Rho mal L durch A. So, und davon kann man ein bisschen was zaubern. Dann hatten wir, also natürlich haben Sie einen selbstverständlichen Umgang mit Spannung und Strom. Also Ohmsches Gesetz, das muss man eigentlich nicht erwähnen, oder? Das wird jetzt nicht die Formel sein, hoffe ich oder schätze ich. Dann hatten wir die Kirchhoffschen Regeln natürlich, die aber, meine ich, so fest sitzen sollten bei Ihnen, dass dazu keine explizite Frage kommt. Also da wird keine Frage kommen, malen Sie die Masche blau an oder so. Ne? Also sowas werde ich nicht machen. Aber implizit brauchen Sie die natürlich immer wieder, wenn Sie an irgendwelchen Netzwerken arbeiten. So, Kirchhoffsche Regeln hatten wir. Daraus ergeben sich dann die Standardschaltungen. Da gibt es auch, das ist, ich weiß nicht, war das Kapitel 4 oder ist das Kapitel 3 gewesen? Die heißen irgendwie Standardschaltungen mit wenigen Widerständen. Das sind hier die Spannungs- und Stromteile eigentlich, die da also mit zwei oder drei Widerständen belastet, unbelastet und so. Da gibt es ein Kapitel in den Übungen, die das muss ich gerade mal suchen, dass das ein bisschen auswalzt. Und darauf möchte ich etwas aufmerksam machen. Da. Das ist Kapitel 4 gewesen, okay. Kap 4 Übungen. Ne? Also das gucken Sie sich intensiv an. So, dann hatten wir das ganze Thema Netzwerkberechnung. Und das ist ein Block hier. Dazu wird es wahrscheinlich so um die zwei Aufgaben geben in unterschiedlicher Ausprägung. Das ist natürlich einfach hier die schrittweise Vereinfachung. Also das, was man so mit der Hand am Arm macht. Und das Überlagerungsverfahren. Dazu gehören hier das Knotenpotentialverfahren und die Maschenstromanalyse. Kirchhoffschen Kram haben wir nicht gemacht, also da, wo man tatsächlich die Kirchhoffschen Gesetze einfach anwendet. Dazu gehört Sterndreieck in unterschiedlicher Ausprägung. Also würde ich Ihnen einfach sagen, nicht auswendig lernen. Ne? Auch das kommt auf die Formelsammlung und damit ist das Thema abgehakt für die meisten. Oder sollte es abgehakt sein. Darunter könnte man fassen die Geschichte mit den Brücken. Also Sie sind einfach ein bisschen schneller, wenn Sie erkennen, dass etwas eine Wheatstone'sche Brücke ist und gleich wissen, wie man es rechnen soll, als wenn Sie da mit einer Maschenstromanalyse rangehen und hinterher am Ende nach 10 Minuten erfahren, so, ach, das ist ja eine Brücke. Also so Umgang mit den Netzwerken. Und dazu gehört auch das
Ersatz, die gehört auch die Geschichte mit den Ersatzquellen. Ich da was vergessen aus dem Komplex? Glaub nicht, ne? Also, dass man eben eigentlich alles, egal, also alles, was linear ist und Quellen hat, runterkochen kann auf eine Quelle und einen Widerstand. Also Norton und Thevenin-Theorem, was allerdings die Stichworte waren, die wir, glaube ich, nie verwendet haben, die Vokabeln waren. Ich daraus noch was vergessen? Die Herleitung zum Knotenpotentialverfahren und Maschenstromverfahren brauchen Sie nicht. Genau, das ist nicht nötig. Hierzu würde auch noch gehören eine gesteuerte Quelle. Ich setze das mal in Klammern. Also das, da werden nicht mehr als 4 Punkte oder so dranhängen. Ja. Ideale Quellen in der Knotenpotentialverfahren in Massenstromanalyse. Ja, kommen nicht dran. Kann ich auch dahinter schreiben. Ohne ideale Quellen. 2 mal 2 analytisch. 3 mal 3 numerisch, ne? Also damit es in den Taschenrechner passt. An der Stelle 2 mal 2 analytisch kann ich Ihnen vielleicht empfehlen, sich die Cramer'sche Regel für 2 mal 2 einfach, also wenn Sie es nicht auswendig wissen, einfach auf die Formelsammlung zu schreiben. Dann können Sie auch da einen Haken dran machen. Insofern kann man fragen, ob das einen Sinn macht, diese Aufgabe zu stellen, aber na gut, vielleicht macht es auch keinen. So, gesteuerte Quellen, wie gesagt, ich habe es bislang noch nicht gefragt. Ich kenne aber die Klausur noch nicht, weil das ist ja erst am 23.04. Deswegen muss ich die auch jetzt noch nicht kennen. So, dann haben wir nichtlineare Elemente. Das hängt meist zusammen hier mit den Ersatzquellen, ne, weil sie natürlich den gesamten linearen Teil in eine Ersatzquelle pressen und dann mit dem nichtlinearen Teil arbeiten. Ja, gibt es eigentlich wenig zu sagen. Also grafisches Lösungsverfahren. Haben wir aus dem Block noch irgendwas? Ne, eigentlich nicht, ne? Ach Mann, ey. Der Computer ist wieder. Macht wieder, was er will. Er macht er nicht. So, und dann haben wir noch Induktivitäten und Kapazitäten und Caps. Also erstmal hier Anfangs, also t gleich 0 plus und Endbedingungen. T gleich unendlich. Das läuft in der Regel auf einfach nur kapazitive Spannungsteiler raus. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich wissen, wie ist die Reihenschaltung und die Parallelschaltung von Kapazitäten, Induktivitäten, was ja jetzt nicht so schwer ist, außer dass man sich merken muss, bei der Kapazität ist es anders. Sie wissen, was ich meine. Aber in die Falle tappe ich auch ab und zu. Und dazu gehört auch das Thema Energie. Wobei das mit der Energie, da gibt es eigentlich nur zwei Tricks. Also zum einen ist es natürlich das 1/2 Li² oder 1/2 Cu², das man als Formel wissen müsste. Jetzt muss man nur aufpassen, wenn man das in Kombination mit dem Überlagerungsverfahren anwendet, dann muss man erst das Überlagerungsverfahren komplett abschließen und dann mit den richtigen Ergebnis, Spannungen respektive Strömen, da in die Energie berechnen. Wenn man das zwischendurch macht, dann kriegt man halt einfach falsche Ergebnisse, weil das Überlagerungsverfahren natürlich nur bei rein linearen Rechnungen gilt und die Energiebestimmung ist eine nichtlineare durch die Quadrierung. Bitte schön. Noch eine Frage zu den nichtlinearen Quellen.
Ja, so ist das gedacht. Also Sie werden, prinzipiell kriegen Sie einen Lückentext, also nicht erschrecken, wenn Sie da plötzlich jetzt 15 oder 18 Blatt Papier vor sich liegen haben. Da ist auch mal eine leere Seite eventuell dabei. Da kommt die Aufgabenstellung und dann kommt A und dann kommt 8 Zentimeter Platz. Und dann kommt B und dann kommt 5 Zentimeter Platz oder so. Sodass Sie also genau in das, was die Klausur ist, auch reinpacken. Das ist für mich eine Arbeitserleichterung. Für Sie ist es, glaube ich, etwas aufwendiger. Für mich ist es eine Arbeitserleichterung, weil ich dann nämlich immer genau weiß, was zu welcher Aufgabe und welchem Aufgabenteil gehört. Und wesentlich schneller in der Korrektur bin und auch Punkte nicht verliere oder vergesse. Kriegen Sie auch, ja. Wir hatten bislang immer solche komischen Kanzleibögen. Das ist im Prinzip so ein DIN A3 gefaltet. Und das führte dazu, dass die Leute natürlich so ein Ding da vollschreiben, zweiseitig. Und dann haben sie erstmal Aufgabe 1, 2 und 3 und dann geht es wieder los mit 3, 2, 1. Also das ist dann immer total unsortiert gewesen. Und sehr schwer, also eher einfach unangenehm zu handeln bei der Korrektur. Und da, seitdem ich das so in einzelnen Blättern mache, ist für mich wesentlich angenehmer. Wenn es dann unbedingt nötig ist, können Sie die Dinge auch auseinandernehmen. Die sind oben links geheftet, das können Sie auseinander machen und hinterher heften wir es wieder zusammen. Also es geht auch. Und wer es denn gar nicht kann und mich ein bisschen ärgern möchte, der macht es dann doch auf dem Kanzleibogen. Also auch das ginge und ist nicht komplett ausgeschlossen, dass Sie deswegen gleich aus der Klausur fliegen. Okay. Jo, moin. Und dann haben wir hier noch Aufladung, das ist das, was wir heute eigentlich noch machen müssen. Und beim nächsten Mal, also RC, RL, es kommt nichts dran in diesem Bereich, nichts mit C und L, also entweder nur C oder nur L. Und da sind auch maximal in einem Kreis maximal 2L oder 2C nebst Widerständen. Ne? Also kommen natürlich auch noch Widerstände rein, weil Aufladekurven können Sie nicht ohne Widerstände bestimmen. So, das ist es eigentlich. Mehr nicht. Und wenn Sie mit der Methode, die ich Ihnen da vorgestellt habe, arbeiten, dass Sie also, wenn eine Kapazität halb geladen ist, die ersetzen durch eine Kapazität mit der Spannung, durch eine ungeladene Kapazität und einer Spannungsquelle, dann ist das ohnehin alles immer das Gleiche. Ja. Also, Sie können Klausuren schon von vor 5 Jahren nicht mehr mit dem vergleichen, was man ihn Sie fragen darf. Auch das ist wahrscheinlich nicht YouTube geeignet, aber nö, sage ich auch einfach, weil es auch einfach so ist. Ich habe über die Jahre und eigentlich kontinuierlich das Niveau gesenkt. Und das ist eigentlich die bittere Erkenntnis, ist die Frage gar nicht, wie tief das Niveau ist. Sondern die Frage ist, erwarten Sie ein höheres Niveau, als ich stelle oder umgekehrt? Und das bestimmt maßgeblich die Durchfallquote. Und verstanden, was ich meine? Also viele von Ihnen spielen schlichtweg viel gewinnt. Was auch in meiner Generation, glaube ich, gar nicht anders war. Also das macht man eben auch so als Student. So, nur wenn man dieses vier gewinnt, natürlich plant auf eine, also man muss das ja auf ein Niveau planen, das mit der vier gewinnt. Und wenn man sich da vertut, dann ist das mit der 4 gewinnt halt in die Hose gegangen. Also insofern, es wird nur noch 4 Aufgaben geben. Ich hatte eine Zeit lang mal, hatte ich 5, also früher hatte ich 5 Aufgaben gestellt. Also da an der Anzahl der Aufgaben sieht man es schon. Früher hatte ich 5 Aufgaben gestellt, das mache ich nicht mehr. Dann hatte ich 4 Aufgaben plus einen Kurzfragenteil. Das ist komplett in die Hose gegangen. Ich habe auch selber Schuld. Also Kurzfragen müssen Sie ja immer so machen, wird angekreuzt. Das war ein Ankreuztest und wenn Sie es richtig gemacht haben, gab es 2 Pluspunkte und wenn Sie es falsch gemacht haben, 2 Minuspunkte. Und wenn Sie nichts angekreuzt haben, gab es 0. Und im Schnitt wären die Leute so mit Minuspunkten aus diesem Kurzfragenteil rausgegangen, was aber natürlich nicht ging. Sie konnten minimal 0 Punkte da kriegen, also keine Minuspunkte für den Rest der Klausur sammeln. 2 Pluspunkte, aber keine Minus, da wurde dann abgeschnitten. Das habe ich nicht gemacht, ne? Und seitdem habe ich das auch sein gelassen. Ja. Macht keinen Sinn. Also Differentialgleichungen brauchen Sie
Ich weiß nicht mehr, was das bei der 12 war. Wenn Sie das brauchen, um hier die Aufladung zu bestimmen, muss ich gleich reingucken, habe ich nicht im Kopf. Ja, das war, ist zu schwer, das wollen wir nicht. Also es kann sein, dass Sie hier mal so eine Maschengleichung aufstellen müssen für die Aufladung des Kondensators. Und da taucht dann eine DGL auf. Ist aber ja maximal eine zweite, eine erste Ordnung. So, aber wenn es zwingend über die DGL geht, ist das schon wieder eine Sternchenaufgabe. Die würde ich auch markieren. Also steht dann vorne ein kleines Sternchen. Und dann ist das das Signal für, mache ich vielleicht am Ende. Oder? Also so muss man auch strategisch daran gehen. Strategie-Empfehlung habe ich eigentlich für die Klausur keine wirkliche, außer vorne anfangen, hinten aufhören und nichts falsch machen. Das klingt jetzt vielleicht etwas arrogant, aber es baut sich eigentlich auch so auf. Also wenn Sie den Verlauf hier angucken, diese temperaturabhängigen Widerstände, ist relativ einfach eigentlich. So, dann kommt irgendwie zwischendurch so hier diese Standardschaltung oder Netzwerkberechnung oder so, das ist eigentlich auch nicht übermäßig schwierig. Das kann mal an dem Gleichungssystem hier irgendwie scheitern, dass das dann irgendwie schwer wird oder an einem unangenehmen Überlagerungsverfahren, das einfach zeitlich aufwendig ist. Müssen Sie sehen, aber im Kern ist das nicht so, ist das nicht schwer. Bei nichtlinearen Elementen, das wäre dann irgendwie auch die Aufgabe, da wären wir dann schon bei Aufgabe 3, 4. Die nichtlineare Elemente ist wahrscheinlich ein bisschen mehr mit Überlegen verbunden. Also wenn es nicht gerade eine ganz einfache Geschichte ist, wo man erstmal gucken muss, was passiert da, was ist überhaupt in dem Netzwerk drin. Ne? Und diese Induktivitäten und Kapazitäten, insbesondere auch das Aufladeding, ist eher, also das sind die, wo man mehr überlegen muss, meist die Aufgaben. Und das sind sowieso die hinteren. Also ich glaube mal, für die allermeisten von Ihnen ist die Aussage, die ich eben getroffen habe, schon die richtige. Also vorne anfangen, Aufgabe 1 machen, fertig und dann am Ende ja die Letzten fürs Letzte lassen. Ja, wie ist dann die Punkteverteilung? Also geben alle ungefähr gleich viel? Ja, ungefähr, aber nicht ganz. Also insgesamt versuche ich immer so auf 60 Punkte zu kommen. 60 Punkte deswegen, weil Sie dann bei 30 Punkte die 4-0 hinsetzen können und dann haben Sie für jedes Komma, jede Komma-1-Note genau einen Punkt. So, und das würde heißen 15 Punkte pro Dings da. Das funktioniert nicht ganz. Also meist schwanken die zwischen 10 und 18. Steht aber dran. Steht auch bei jeder Unteraufgabe dran, wie viele Punkte Sie für die Unteraufgabe kriegen. Also hier Aufgabenteil A, wie groß oder wie viel Ohm hat ein 5 Ohm Widerstand? Ein Punkt. Ja? Ja. Sonst noch? Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das zusammenschneide, das Video, dass die kritischen Aussagen raus sind. Also mir fällt auch nichts mehr ein. Ja, ich habe ja eine E-Mail-Adresse. So, und wenn es ganz schlimm ist, dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie noch eine Skype-Session machen oder sowas. Weil im allerschlimmsten Fall, ich bin ja auch während Ihrer Praxisphase hier. Also im allerschlimmsten Fall kann man auch am Nachmittag oder so mal noch eine Fragestunde einrichten. Das würde ich aber eigentlich vermeiden wollen. Also es hat sich bislang, ich habe das in der Vergangenheit, als wir das erste Mal das gesagt haben, wir machen die Klausur das nächste Semester, habe ich auch befürchtet, oh, da kriegst du tausende von E-Mails so während der Praxisphase, das ist nicht der Fall. Also es ist eine Handvoll oder so. Und das kann ich irgendwie, das ist überhaupt kein Thema. Ja. Aber Sie können sich ja auch untereinander kurz schließen. Wenn Sie merken, da gibt es einen ganzen Themenblock, den Sie nicht verstanden haben, dann stellen Sie kollektiv nochmal die Frage und dann müssen wir gucken, ob wir mit irgendwelchen elektronischen Medien oder hier nochmal treffen oder noch einem neuen Videoclip oder sowas das ganze Problem lösen. Gibt es aber tausende Möglichkeiten, ne? Ja? Na dann.
Viel Spaß mit den restlichen Aufgaben. Machen Sie aus?